Hi Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal Flatcaps Tech Channel. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr einen USB-Stick richtig formatiert und ja, das Ganze mit einem richtig guten Programm macht, was ich schon Jahre nutze. Da zum Beispiel bei Windows ein USB-Stick, der über 32 GB hat, nicht in FAT32 formatiert werden kann. Und dieses kleine Mini-Programm richtig viele gute Einstellungen hat, das seht ihr hier. Ich werde euch die Seite unter dem Video natürlich verlinken. Und wir laden hier einmal das Programm runter zum Installieren, klicken das gleich an. Und machen trotzdem ausführen. Also wie gesagt, ich nutze das schon Jahre, hatte noch nie Probleme damit. Wir können hier die Sprache wählen und dann wählen Startmenü, Shortcut, Desktop Shortcut etc. Ich lasse das alles auf an und installiere. Ist auch schon installiert. Dann auf Beenden und werden gefragt, ob wir das denn starten möchten. Ich habe hier schon USB-Stick drin, den habe ich jetzt mal vollgepackt, einfach mit ein paar Videos. Und wenn wir auf Eigenschaften klicken, seht ihr, es ist ein NTFS-Format. Der Stick hat eigentlich 60 GB oder hier jetzt 59,6 GB Speicher. Und wenn ich den jetzt mit Windows hier zum Beispiel formatieren möchte, geht das nur in exFAT und NTFS. Und mit diesem Programm RM Prep USB zeigt er mir hier oben gleich den USB-Stick an, den ich eingesteckt habe. Wir haben hier die Sprache. Und wenn ihr hier zum Beispiel einen neuen ansteckt, USB-Stick, und er erkennt ihn nicht gleich, klickt er hier auf Aktualisieren. Und er erkennt den hier, könnt ihr die Größe eingeben. Ich nehme maximale Größe. Hier ist die Bezeichnung. Dann klicke ich hier auf Partition nicht bootfähig machen. Hier bleibe ich bei Windows, Vista, Windows 7. Ihr seht hier unten auch gleich noch, so eine Beschreibung. Kann ich das ein bisschen größer machen? Leider nicht. Ihr seht hier unten noch so eine Beschreibung. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Mauszeiger hier drauf gehe und dann steht da, verwendet einen WinPE V2.x oder V3.x Vista Windows 7 Bootsektor und Bootcode. Geht er mit dem Mauszeiger hier drauf, steht hier in diesem weißen Fenster die Beschreibung dazu und so weiter und so weiter. Und hier unten wählen wir das Dateisystem aus und Zusatzoptionen. Ich nehme hier FAT32. Bei Zusatzoptionen geht ihr auch einfach mit dem Mauszeiger drauf und seht dann hier, was oder wofür das ist. Das kleine Programm hat ziemlich viele Einstellungen und ich, wie gesagt, nutze das schon sehr lange, um USB-Sticks, ja, auf der man Musik war oder was weiß ich und man den neu bespielen will oder so, neu zu formatieren. Wenn wir hier alles ausgewählt haben, oben den USB-Stick, ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr den richtigen wählt, wenn ihr da mehrere drin stecken habt im PC. Ich habe jetzt nur diesen einen, Lexa USB, habe hier FAT32 gewählt, wie gesagt, hier bleibe ich auf Windows. Partition nicht bootfähig machen und dann klicke ich auf Laufwerk bereitstellen und das Ganze wird formatiert in FAT32. Geht recht schnell. Dann sollte eigentlich der Stick hier auftauchen. Vorführeffekt.
Da ist er doch. Ja, jetzt er wieder da. Und das Ganze ist leer und formatiert ins Format FAT32. Also ich finde dieses Programm richtig gut. Es hat auch, wie gesagt, etlich viele Einstellungen und ich weiß auch nicht, wofür alle sind. Das muss man dann nachlesen und eben das nehmen, ja, wozu man es braucht. Ihr habt hier auch noch Buttons, Laufwerk, Info. Könnt einen Speedtest machen, also wie schnell er beschrieben werden kann, wie schnell er gelesen werden kann. Das macht er auch direkt. So, das wollte ich euch nur zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß damit.